Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog zum Balkonthema. Wir machen heute sauber und bauen den ersten Pflanzkasten und helfen tut mir dabei die Hallo. Tanzmarie. Genau. Nochmal zur Erklärung. Ich will meinen Balkon neu machen und brauche dafür so ein paar Sachen. Das heißt die Hallo. Tanzmarie. Wir machen nämlich das heute das ganze Gras aus den Fugen, putzen die Fliesen und da hinten kommt dann der riesige Pflanzkasten hin, wo auch die ganzen Pflänzchen kommen. Zu den Pflänzchen. ja, der Hank hier, der ist super geworden. Fokus, danke. Der wächst viel, aber der Salat ist gefrittiert worden. Die Tomaten wachsen noch und die Auberginen wollen nicht. Also mal gucken, wie wir das hinkriegen. Auf jeden Fall, wir putzen jetzt erstmal und dann geht's in den Baumarkt, dann kaufen wir Holz. Dann geht's in die Werkstatt und wir werden ein bisschen basteln. Okay, wir sehen uns dann nach dem Aufräumen, ne? Würde ich sagen. Also ich sehe jetzt noch einmal das Aufräumen und dann sehen wir uns nach dem Aufräumen beim Auto zum Baumarkt. Okay. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Baumarkt, kaufen Holz, Schrauben und Kleinigkeiten. Habe ich was vergessen? Holz, Schrauben, Folie. Folie, wenn da. Oder die machen wir im Gartencenter. Gucken wir auch mal. Wir fahren auf jeden Fall zum Weiten und gucken jetzt mal, was wir da finden. Ja. Wir haben Erde geholt, wir haben die Noppenfolie geholt. Es ist eine Woche vergangen, weil wir letzte Woche schnell los mussten. Wir waren beim Friseur, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Eine nachgestellte Szene kommt jetzt. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Hochschule, denn dort haben wir eine Werkstatt und bauen den Pflanzkasten eigentlich auf. Wir haben wirklich viel Holz, weil ich auch noch was Kleines anderes bauen werde. Marie schwenkt bestimmt mal nach hinten, damit ihr es sehen könnt. Sehr viel Holz. Genau. Und ansonsten, ja, wir sehen uns gleich bei der Hochschule. So, und herzlich willkommen zu dem Part, wo ich euch zeige, wie man diesen Pflanzkasten baut. Wir brauchen Bohrmaschinen, Schrauben, Noppenfolie, lange Bretter, kurze Bretter, die man noch zuschneiden muss, Hölzer für die Unterproduktion und eine Zierleiste. Fangt damit an, das Holz in die richtige Größe zu schneiden. Denkt daran, die Unterproduktion muss ein wenig kleiner sein als die große. Falls ihr keine scharfe Säge habt, könnt ihr auch eine Tischkreissäge nehmen, wenn ihr sowas zur Verfügung habt. Bitte achtet darauf, dass sie lang genug ist, sonst bricht euch das Holz und es gibt nicht so schöne Kanten. Hier ein Beispiel. Sehr schön. Aha.
Baut das Holz vor, denn so gehen Schrauben leichter rein und das Holz wird nicht brechen. Nehmt euch eine feste Unterlage oder quetscht das Holz fest, falls ihr könnt, und schraubt die ersten Schrauben rein. Achtet darauf, dass ihr 2 Schrauben pro Seite nehmt, denn sonst kann sich das Holz drehen und verziehen. Habt ihr diese Schritte erledigt, habt ihr die Seiten des Pflanzkastens und es sieht ungefähr so aus. Fügt noch die Querbalken hinzu und ihr habt die Grundform eures Pflanzkastens fertig. Nun nehmt die vorgeschnittenen Bretter mit Zut und Feta und schraubt sie an eure Untergrundaktion. Achtet auch hier darauf, dass ihr 2 Schrauben verwendet. Legt das nächste Brett oben drauf. Achtet dabei bitte darauf, dass das Holz auch genau drauf passt, sonst entstehen hässliche Lücken. Schraubt diese nun auch fest, an 2 Stellen, und macht weiter mit den anderen Brettern. Habt ihr alle Seiten verkleidet, sieht der Pflanzkasten so aus. Ihr werdet vielleicht eine schlechte und eine gute Seite haben, die gute könnt ihr nach vorne stellen, die schlechte nach hinten. Für die Zierleiste fräse ich ein vorgefertigtes Holz zu, um sie später auf den Fetern zu legen. Schneidet die Noppenfolie in die gewünschte Länge und Breite eures Pflanzkastens, um ihn damit auskleiden zu können. Fangt an einer Seite an und schraubt die ersten 2 Schrauben fest. Geht danach reihum um und befestigt ihn an allen Seiten. Habt ihr das getan, legt ihr noch einen Boden aus, den ihr an der Unterseite des Kastens befestigt, damit sich die Erde festdrückt und nicht rausschwimmt. Und da ist der fertige Pflanzkasten. Leider ohne Zierleiste, denn da ging etwas schief, aber die geht irgendwann nochmal drauf. Das ist nicht schwer. Da-da-da-da! Der Pflanzkasten! So, Leute, wir sind auf dem Balkon und guckt mal da. Wir haben ihn jetzt endlich aufgestellt. Er ist noch nicht drin. Wir essen jetzt gerade erstmal Eis. Ja, wunderschön. Haben wir uns verdient. Das war's mit diesem Tutorial, Do-It-Yourself-Vlog. Wie würdest du es nennen? Ja. Ja, Tutorial, Do-It-Yourself-Vlog. Nächstes Mal geht's dann weiter mit Erde einfüllen und Pflanzen setzen. Und die Zierleiste fehlt noch, die kommt auch noch. Auf jeden Fall, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.